hier geht das Ding ran, ne? Ups. Okay, erst die kann ich. Nicht passieren. Das heißt, der wird da dann wohl drüber anfangen. Wie schaut es hier mit dem Haus aus? Da fehlen noch Steine. Komm her, die schmeißen wir hier hin, dass ich die aktiven Bauaufträge sehe. So. Die Steinhaussiedlung, ne? Was ist da schon wieder leer? Werkzeugvorräte, ja. Sag mir was Neues. Da bringen wir Häuser genug hin. Das Problem wird nur die Steine sein. Dann hier auch noch eine Reihe Häuser und dann da und da und da. So, hier die letzten Ressourcen abernten. Da oben wird fleißig am Haus gebaut, das dürfte nicht mehr ewig dauern. Okay, da können wir dann aufrüsten, wenn wir wollen. Sehr schön. Die alten Holzhäuser. Aber bevor wir nicht mehr Leute haben, schaut es sowieso schlecht aus. Aber ja, mit Werkzeug und auch wieder Kleidung wird mehr. Sehr schön. Essens stehen wir auch nicht so schlecht her. Es läuft, kann man sagen, ne? Einigermaßen. Ich gehe davon aus, dass wir dann den Steinbruch vor der Mine bauen werden. So, das Holz soll wirklich fertig sein. Da hat der Wall wieder gesperrt. Ich glaube, deswegen haben wir da immer den Drop drinnen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So. Steine haben wir mittlerweile, ja. Was machen wir jetzt? 12 Steine, 48 Holz. Alter Schwede, gar nicht so günstig. So ein Brückchen. Wobei der ist jetzt wirklich nicht günstig. Sehr schön, da sind auch schon zwei Leute eingezogen. Das freut mich. Denn das heißt, wir bekommen wieder mehr Kinder und das heißt mehr Leute. Hahaha. So. Sollen wir das erste Steinhaus hier beginnen zu bauen? Ich glaube ja nicht. Nehmen wir mal den einen Bewohner noch weg. Und machen da einen zweiten Fischer draus. Ach verdammt. Immer das gleiche.
Und dann werden wir erst nach und nach die Häuser hier ausbauen. Was kostet eigentlich so ein Upgrade? 24 Holz und 40 Steine auch. Ah ja, 24 Holz. Naja, kostet das aber auch. Was soll's? Hier schon am Weg gebastelt? Nee, ne? Noch nicht. Wie schaut's aus händlermäßig? Noch nichts da, so es aussieht. Sobald wir den nächsten Villager, sag ich jetzt mal, haben. Kann das sein, dass dem das Leder ausgegangen ist? Ja, scheint wohl so. Oh, wir haben 100 Kräuter, das freut mich. Dann fahren wir hoch auf 200, genau. Die Kapazitäten zum Lagern haben wir ja, von dem her kann man das ruhig mal machen. Dem geht hier immer das Zeug aus. Source. Na komm, Kinder, weiter wachsen, damit ich hier noch ein Haus bauen kann. Kurz. Wie schaut's hier aus? Wird hier drüben schon irgendwo was abgefressen? Nee, ne? Da oben ist auch noch Stein. An dem fällt es aktuell am meisten. Steineisen, das reicht schon noch. Frühlingsbeginn, sehr schön. Ist ganz schön runtergegangen jetzt. Händler immer noch keiner da. Leider. Na kommt Leute, bringt ein paar Erwachsene zur Welt. Ich würde hier gerne ein paar Häuser bauen. Steinwege wurde ja, glaube ich, noch nichts gemacht, außer die hier vielleicht. Eben weil wir kaum Steine haben. Aber deswegen kommt ja hier dann der Steinbruch. Sobald dann die Brücke hier fertig ist und so, ne? So, wir haben jetzt 38 Holz, das heißt, wir nehmen hier die Pause raus, ziehen einen Kräutersammler an und stecken den als Bauarbeiter rein. Schauen wir, dass hier das erste Steinhaus gebaut wird. Wieder ein Kind mehr, wie ich sehe, sehr schön.
Essen wird aktuell ein wenig knapp, muss ich zugeben. Aber hier wächst auch der Obstgarten. Wir werden dann da eins, da könnte man noch. Einen Acker reinstöpseln. Drücken wir hier dann noch auf Pause, ja, aber ich lasse ihn offen, dass wir nicht vergessen. Oh, der Schmied hat genug Werkzeuge produziert, dann. Legen wir uns hier 25 Werkzeuge auf Lager. Steinvorräte sind fast aufgebraucht. Ja, erzähl mir was Neues. Tell me something new, ne? Da sind Steine zum Abbauen, bitte, ja. Ach, deswegen, weil er da die Straßen bastelt. Oh, sehr schön. Hier muss nur noch gearbeitet werden. Dass das fertig ist, das freut mich. 10 Kinder mittlerweile, es geht ja doch bergauf. Essen wird zwar aktuell ein wenig nach unten. Mit einem Notfall haben wir hier noch eine Notreserve von 200 Core. Hey, warte mal. Ha! Fisch, Kartoffeln. Ach so, nee, Handel. Ich dachte schon, hier wäre ein Händler, aber ich war falsch gedacht. Wenigstens wird hier fleißig am Essen Steinhaus gebaut, das mittlerweile 73% abgeschlossen ist. Und 11 Kinder, es geht ja wirklich dahin. So soll es ja auch sein. 80% abgeschlossen. Da geht's auch nach oben. Ja, genauso wie hier. Der Acker wird dann als nächstes gebaut. Ach, für die Brücke brauchen gleich auch Steine, ne? Ja. Da-dam, da-dam, da-dam. Ich drück mal eben hier kurz raus, nur auf die Festplatte zum Gucken. Okay. Ich werde dann gleich hier wieder einen kleinen Schnitt machen. Einfach um die Datei aufzusplitten, mehr oder weniger. Ne? Das Steinhaus, sehr schön, ist fertig. Und hat auch schon 2 Bewohner. Dann den Acker entpausieren, ne? Das freut mich. Kleine Steinhäusle. Gut, wir speichern wieder mal. Speichern, yep. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.